Ich hoffe, dem Gourmet-Guy hat der Kuchen gut geschmeckt. Und falls ihr auch was am Naschen seid, dann habt Spaß und genießt die Show! Wortwörtlich, hier sind ein paar Clowns unterwegs, die wir natürlich alle sofort loswerden wollen. Habe ich irgendwas Gutes? Ja. Ja, ist okay, schätze ich. Ich habe generell eigentlich gar nichts wirklich Gutes an Items dabei. Aber meinetwegen setze ich es mal ein. So werde ich auch ein paar Items los, die ich nicht wirklich brauche. Und mache dennoch dabei ein wenig Schaden. Genau. So, heute wollen wir in dieser Folge natürlich uns noch ein bisschen weiter umschauen. Wir werden noch nicht mal in jedem Bahnhof. Und ja, bestimmt werden wir heute wieder ein paar neue Shy Guys finden. Okay, der dreht ab. Huh. Er kann auch neue spawnen? Oh, und der ist nach oben gegangen. Nein, 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 nein. Okay, aus irgendeinem Grund habe ich es vergessen, dass sie das können. Oh, doppelter Angriff. Ja, sage ich jetzt mal nicht nein zu, war jetzt zwar nicht geplant, aber sage ich nicht nein zu. Bam, oh, mehr als doppelt, das war mehr als doppelt. Holy moly. Slapperoni, bam, bam, bam. Ja, die XP nehme ich natürlich gerne mit. Ein ganzer Orb. Ja, schon fast ein Level Up. Was sagt man dazu? Furchtdeal? Naja, okay. Nicht so gut, aber kostenlos ist kostenlos, ne? Hier sind sehr viele Münzen drin. Okay, dankeschön. War hier nicht irgendwo dieser brennende Typ? Hier ist ein brennender Typ. Wait. Komm, Mario. Haben noch nie gegen ihn gekämpft. Kann man ihn nicht drehen? Oh, den kann man nicht drehen. Okay. Scan ihn mal bitte für uns. Das ist ein Pyro-Guy. Pyro-Guys sind richtig heiß. Jeder Kontakt mit ihnen verursacht Brandschaden. 7 KP, 4 Angriff, keine Verteidigung. Ihre hohe Angriffskraft macht sie zu würdigen Gegnern. Attacken, die mit Wasser oder Schnee zu tun haben, erweisen sich als besonders effektiv. Ja, bisschen doof gelaufen. Ich habe weder noch. Leider habe ich einen Schneemann im Laden gelassen. Ich schätze, ich habe einen Donnerblitz, aber das macht ja nur 5 Schaden. Ich könnte den Schwirrwarr versuchen. Das lähmt die alle. Dann haben wir nicht deren starken Angriff zu befürchten. Versuchen es auf jeden Fall mal. Ah, aber 2 hat geklappt. Dann kümmern wir uns jetzt um den dritten Typen. Was zum... Okay, er dasht einfach instant zu mir rüber. Alles klar. Ja, wie regeln wir das? Ich glaube, mit Bombett können wir das regeln. Hab ich schon lange nicht mehr benutzt. Aber ich setz doch hier die Powerbombe, die alle Bodengegner trifft. Okay, los! Bam! One Shot! Kranker Angriff. Dafür macht er natürlich aber auch, was war das? 6 BP oder so weg? Doof gelaufen, dass mir genau ein einziger Erfahrungspunkt noch fehlt für ein Level Up. Ja. Egal. Das wird schon noch, ne? Ding, 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 ding. Ja, keine Ahnung, wo denn? Oder muss ich da Stampfattacke machen? Ich weiß immer noch nicht, ob ich auch mit Hammer machen kann. Aber Hammer, das hier ist der Hammer. Schau euch das doch mal an. Ein Schalter, der den Track hier dreht. Okay, ich gehe mal davon aus, wir hätten vorher gar nicht weitergekonnt. Ich habe es gar nicht mehr nachgecheckt, ob es so funktioniert. Aber okay, ich glaube, damit sind wir durch mit Bahngleis Pink. Ich weiß nicht mal, wie der andere Bahngleis hieß, aber der am Anfang auf jeden Fall da... Oh, hi. Wollte gar nicht in den reinlaufen. Hilfe. Auf jeden Fall, da gab es auch nochmal einen Antiker, den wir besiegen müssen. Ein Schaden, weniger aus irgendeinem Grund. Komisch. Egal, machen wir unseren letzten BP auch noch weg für unseren wohlverdienten Level Up. So, und ich habe es ja schon letzte Folge gesagt, was wir auf jeden Fall hochleveln werden. Es ist nichts Geringeres als OP. Nicht nur OP machen, sondern... Oh, Moment. Wir wollen einen bestimmten Orden reintun. Da tue ich jetzt mal den KP Plus raus. Zusammen mit... Was habe ich noch eigentlich drin? Da hat ein Spion drin, ja. Okay, wo war denn das? Ice Power? Nein, nein, nein.
Ausweicher. Nee. Hier, Verteidigung plus. Verringert jeglichen erlittenen Schaden um 1. Für immer. Okay, was heißt für immer? Ihr wisst, was ich meine damit. Jeder einzelne Schaden minus 1. Ja, klar, die Leben ist wieder runtergegangen wegen dem Orden. Der hat uns ja mehr Leben gegeben. Aber das nehme ich in Kauf. Mehr Verteidigung. Und ich kann euch sagen, ich habe vor diesen... Ups, das hatte ich nicht vor. Aber ich hatte schon vor, diesen Orden erstmal drin zu behalten für eine lange Weile. Aber hier will ich nicht drin bleiben. Abhauen. Ja, wir haben so viel Geld. Wir können eigentlich auch abhauen, ohne das Geld neu einzusammeln. Aber ich will es dennoch versuchen. Fast alles. Okay. Bevor wir jetzt wieder zurückgehen zum ersten Bahngleis, möchte ich tatsächlich weitergehen. Ja, weitergehen zum roten wollte ich hin. Blau ist der normale. Pink sind wir gerade. Ich glaube, ich war zum roten. Oder wir gehen zum grünen. Nee, komm. Gehen wir erstmal zum roten. So, dafür müssen wir erstmal blau auswählen. Blauer Bahnhof. Das Gute hier dran ist, man kann diese Sequenz einfach skippen. So. Einfach ein bisschen A-Spam. Und dann wird's geskippt. Genau. Genau, hier können wir noch zum roten, da waren wir noch nicht. Ja, ja, blau, weitere Shy Guys. Ich weiß, ich habe aber immer noch keine Ahnung, wie die Dinger funktionieren. Kann ich bitte rüber? Ich hab doch. Kollege. Ist das ein Hebel links unter uns? Wenn du ihn umlegen könntest, wären wir in der Lage weiterzufahren. Oh, wir können hier gar nicht weiter. Wir müssen erstmal diesen Dude besiegen. Ja, okay. Dann gehe ich erstmal kurz meine Items abholen. Obwohl, habe ich nicht schon genug? Eigentlich habe ich doch schon alles, was ich brauche, um den zu besiegen, oder? Wisst ihr was? Komm, wir riskieren's. Wir haben doch schon genug. Lady Boo als Angreifer. Ah ne, wir müssen erstmal scannen. Ich habe es auch schon mal gescannt, aber trotzdem, vollständigkeitshalber, müssen wir es nochmal scannen. Ja, willst du dich nochmal mit mir anlegen, hä? Ja, ich wusste, würde es nicht. Was, du willst doch? Bist du dir ganz sicher? Ich bin der krasseste ever. Ja, okay, wie du meinst. Yeah. Ich hab dazugelernt, Kollege. Wir drehen uns ein bisschen im Kreis, das passiert manchmal. Der Anti-Guy macht sehr viel Schaden. Aber in unserem Orden sollte das ja auch schon viel, viel angenehmer werden. Habe ich recht? Nutzen wir erstmal den Voltopilz. Habe ich noch nie benutzt, aber ich glaube, der macht ihm auch Schaden, wenn er mich angreift. Yeah. Ja, ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. Das kann man schon sehen lassen. Habe ich hier irgendwas Interessantes? 7 Damage, so. Heal, ja, Nehmen wir mal den Powerbouts. Power, was auch immer. Ich muss den wieder üben. Ich mag den eigentlich. Aber ich struggle sehr oft mit dem. Na, ist okay. Es ist okay. Schaden, aber auch nicht so krass. Okay, lad dich auf. Brum, brum, brum. Und schon geblockt. Okay, einen Angriff würde ich noch aushalten ohne Heal. Wie viel heal ich mich eigentlich mit dem Pilz? 10 nur. Aua. Boah, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob wir den Kampf wirklich schaffen. Wenn ich ehrlich bin. Aber solange wir BP haben, können wir theoretisch noch mit Lady Boo uns unsichtbar machen, um Schaden zu resisten. Okay, lade ich nochmal auf. Nächste Runde greifst du dann an. Oder ich lade nochmal auf. Ich weiß es nicht. Aber jetzt muss ich auf jeden Fall erstmal heilen. Sonst bin ich tot. Ja, sonst bin ich tot. Ja, Superpilz vielleicht. Kuchen. Der macht nur BP. Okay. Ja, Superpilz. Halt nicht so viel. Aber es muss erstmal reichen. Gut. Puh. Will ich nochmal aufladen? Ich riskiere es. Wir laden nochmal auf. Schaut euch das an. Plus 6 oder so habe ich jetzt aufgeladen. Bam. Ja, jetzt sieht es halt blöd aus. Und unser Effekt ist weg. Sehr blöd. Regeneriert KP. Bin ich bei L. Er macht 12 Schaden. Ja, er macht unbedingt 12 Schaden. Jetzt, wo wir unseren Orden haben. Ich könnte es riskieren. Ich glaube, ich werde es ganz knapp überleben, wenn ich kontern sollte. Weil ich nicht kontern sollte, bin ich, glaube ich, tot.
Aber ich riskier's. So. Ne, komm, ich greif an. Ich greif an. Bam! Okay, 16 Schaden. War nicht so viel, wie ich erwartet habe, ehrlich gesagt. Ja, und jetzt haben wir das folgende Problem. Lady Boo und dann Unsichtbarkeit. Ja. Und dann jede Runde mit Mario angreifen und unsichtbar werden. Und hoffen. Hoffen, dass ich es schaffe mit den Items und vor allem mit den BP. Ja. Da hat 16 Leben. Ein Powerhüpfer. Komm schon. Komm schon. Ja. Das kriegen wir hin. Ja, richtig gut. Oh, dann noch 9 Leben. 9 Leben. Warum? Oh, das ist so dumm. Wieso darf denn ein manchmal einfach so angreifen? Ich krieg ihn einfach nicht down. Ich versuche jetzt mal eine andere Strategie. Ich habe jetzt erstmal die erste Runde komplett gleich gemacht, wie sonst auch vorher. Aber jetzt will ich einen Unterschied machen, dass ich jede Runde, solange ich noch Leben habe, mit ihr die Slaps mache, weil die machen ja immer 5 Schaden, wenn ich sie gut treffe. Und ich kann sie eigentlich auch gut. So. Und ich weiß auch nicht. Mann, dieser Kampf ist echt schwierig. Und sehr knapp immer. Ja, nicht mal das kriege ich mehr hin. Also das lohnt sich auch irgendwie auch gar nicht mehr, habe ich das Gefühl. Ich weiß auch nicht, was ich tun soll. Ich probiere mal ein bisschen aus. Ich greife mir so ein bisschen an und ja. Dieser normale Angriff, ich kann ihn auch nicht ausweichen. Es klappt einfach nicht. Pilz. Ich glaube, das ist schlechter als vorher, oder? Habe ich das starke Gefühl. 27, nicht mal die Hälfte. Und ich bin jetzt schon so down. Ich kann das nicht kontern. Es ging nicht. Keine Ahnung, Mann. Es geht einfach nicht. Vor allem macht auch so viel Schaden. Ja, und wie funktioniert bei dem nicht? Keine Ahnung. Oh, beinahe schon da gerade. Hey, ich bin doch noch nicht tot. Moment. Schaffe ich's? Wenn ich mich angreife, bin ich tot. Er greift mich nicht an. Er greift mich nicht an. Oh, hätte ich einen Treffer mehr machen können, hätte ich jetzt auf jeden Fall gewonnen. Ich habe einen Orden. Deshalb war das gerade beinahe, weil ich fast tot war. Habe ich da keine Chance, dass er mich nicht trifft. Oh, jetzt habe ich aber das nicht mehr. Was denn zu verbraucht? Kannst nicht wechseln. Ich will nicht erwischt werden. Ich möchte jetzt nicht angegriffen werden. Warte, Sternsturm! Ich kann es einsetzen! Gewonnen! Oh mein Gott, das ist von allen Gegnern bisher der schwierigste gewesen. Ja, weil ich mich vorhin nicht geheilt habe, kann ich jetzt das einsetzen. Let's go! Blöder Anti-Guy, das ist ja... Ja, und doppelte XP! Oh, danke. Danke. Boah, fast einen halben Level ab schon wieder. Vielleicht sollte ich KP wieder weiter leveln? Ehrlich gesagt will ich das gar nicht. Ich will BP eigentlich hochleveln. Das ging so schnell wieder leer. Wir kriegen... Was? Kraft plus Orden. Erhöht Sprung und Hammerangriffskraft um 1. Was? Erhöht Sprung und Hammerangriffskraft um 1? Das ist ja geil. Aber wetten, das kostet auch wieder 6 oder so. Wetten, 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 wetten. KP plus, nein, Kraft plus, ja. Ja. Na. Oh Mann. Ja, ich überleg's mir mal. Oh, das ist cool. Ich kann mich jetzt einfach dazu entscheiden, direkt zum grünen Bahnhof zu fahren. Ja, okay, machen wir das auch, oder? Ja, ich habe jetzt mal ein paar Orden abgelegen, ein paar neue Orden reingetan. Und ja, so weh es mir auch tun mag, ich habe den Power Down jetzt mal rausgetan. Und dafür stattdessen ja den Power-Sprung reingetan. Er kostet 1 weniger von den OP, die man dafür braucht. Und macht hundertprozentig den Schaden, den er machen soll. Keine Ahnung, was der Schaden ist, aber wir werden es dann sehen. Und für den extra Punkt habe ich dann einfach den Power-Hauer reingetan, weil ich den auch mal ausprobieren wollte. Das wisst ihr ja. Sollte genauso sein wie der Power-Sprung. Also probieren wir einfach mal aus. Da wir eh nicht zu... Wo ist die Map?
Hier ist die Map. Da wir nicht zu Rot können, wahrscheinlich ist Rot die letzte Station, habe ich nicht gewusst. Machen wir erstmal mit Grün weiter. Tada! Das ist mir eigentlich egal, wo wir weitermachen. Solange es hier weitergeht, Mann! Wieso sind hier vier Boxen? Hä? Das ist ein Rätsel. Ich hab's falsch, oder? Oder? Hab ich's richtig? Ich hab geraten. Nee, das scheint mir nicht richtig. Oh, das ist umgefallen. Habt ihr gesehen? Der arme Scheigei. Warte, war es richtig? War es falsch? Keine Ahnung. Cammy schon wieder. Mit einer Soda? Ja, okay. Bisschen los hätte ich jetzt schon. Ich verstehe es auch noch nicht mit diesen Falltüren. Ich werde es doch herausfinden. Sonst schaue ich einfach nach dem Kapitel mal nach. Rüber da. Nein! Oh Gott, ich will die Münzen haben. Jeden einzelnen Cent. Achso, übrigens habe ich einen Superpilz gekauft. So, bitte, lass mich hier durch. Hä? Ich hier überhaupt durch? Wie zur Hölle soll ich da durchkommen? Kann ich mich... Das geht? Wow. Okay, wir können sogar durch die Wände. Mit Lady Boo. Sie kann also doch mehr als erwartet. Und warum sind da so viele von euch? Wisst ihr was? Ihr habt's verdient. Der Angriff macht 7 Schaden auf alle Gegner. Warum soll ich sie nicht benutzen? Ohne Witz, warum gibt's eigentlich noch Items hier, die Schaden auf alle Gegner macht? Wenn ich einfach diesen Stern benutzen kann. Klar, der kostet 2 Leisten voll, aber es lohnt sich total. Selbst Lady Boo ist am Lachen. Selbst die findet das lustig. Und wir kriegen... Eine Geheimnotiz! Zeigt diese Notiz jemanden, der sehr klug ist. Okay, wer ist denn hier sehr klug? Gambling? Gambling! Let's go! Wie geht das? Ist das einfach nur einarmiger Bandit oder wie das hieß? Das ist schon mal nicht so gut. Zwei Scheigeis. Oh. Okay, macht irgendwie Sinn. Na gut. Ich bin gerade echt mit euch. Ich nehme die gerne an. Ich meine, ist immer noch kostenlose Erfahrungspunkte. Weil die super einfach sind zu besiegen. Bam, bam, bam. So, das war's schon. Ja, okay, gut. Die geben auch nur 2 Sternpunkte, aber... Wenn die schon mich reinspringen, dann mache ich das schon. Okay. Ausweichen. Ich will nochmal gambeln, aber ich will nicht kämpfen. Ich muss kämpfen. Okay, komm her, Kollege. Mist. Hab ich sehr gut gemacht. Bam. Okay, jetzt gerade machen wir zum Beispiel mit Mario 2 Damage und nochmal 2 Damage. Also 4 Damage. Und wenn wir dann diesen neuen Orden irgendwann mal benutzen können, dann würden wir 6 Damage machen. Plus 3 auf all unsere Angriffe. Habe ich richtig? Oder machen wir dann nur plus 1 generell? Oder wie ist das? Ich glaube, es ist schon so, wie ich gedacht habe. Ja, von vorne. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Vermutlich Stern. Das ist kein Stern. Oh, schon wieder so ein Blödsinn. Muss man das machen? Ich hör einfach ab. Ich will das nicht machen. Lass mich in Ruhe. Ich habe keine Ahnung, ob man dafür noch einen Sternensplitter oder so bekommt, aber ich riskiere es jetzt einfach mal, dass man es nicht bekommt. Ja. Ja, komm. Geh wieder hoch. So. Und flieg mich rüber. Schaffst du. Yeah. Und nur Münzen. Ey. Hey. Ich hab meine Münzen wieder. Toll. Ganzen Aufwand für nichts. Aber warte mal, das sieht hier sehr verdächtig aus. Gibt's doch bestimmt irgendwo ein Secret, oder? Nee, irgendwie nicht. Das Einzige, was ich jetzt hier sehe, ist hier rechts ein Weg. Ja gut, wenn ich lang könnte. Lass mich durch! Okay, geht doch. Auf dem Servierplanet. Nehme ich mit. Warte, soll ich hier gar nicht lang? Hä? Wo soll ich denn da lang? Warte mal, was? Lass mich mal raus hier. Ach, da oben, oder? Nee, wie komme ich denn da hoch? Oder? Doch, ich glaube, ich kann mich... Ich kann hier hoch. Und dann hier wahrscheinlich mit Paracarry drüber. So, jetzt?
Da hätte man ganz ehrlich hier oben Secret machen müssen und unten der normale Weg. Unten ist doch viel einfacher hinzukommen. Na gut, was soll's. Ich beschwere mich nicht. Ich trinke ein bisschen Super Soda, weil ich nicht auftragen kann. Prickelnde Soda gegen Gift und Schrumpfung. Ich habe 5 PP wieder her. Ist. Okay. Machen wir mal furchtige, werde ich sowieso niemals benutzen. Und was kriegen wir noch? Ein Wörterbuch. Das Wörterbuch des gelehrten Rosti. Bring es ihm zurück. Okay, Rosti war, glaube ich, irgendeiner in Toad Town. Ich weiß zwar nicht mehr genau, wer es war, aber es müsste auf jeden Fall einer in Toad Town gewesen sein. Okay, damit sind wir auch hier mit diesem Bahnhof fertig. Na gut, bis auf diese Maschine hier. Dann müssen wir jetzt wirklich hier alle besiegen? Das ist ja mega unnötig. Ich weiß nicht, kriegt man hier noch irgendwas außer ganz halt neue Shy Guys, die eh nichts können? Ich habe absolut keine Ahnung. Bam, bam. Ich weiß nicht. Guck mal, da oben steht ja dreimal Stern. Also habe ich irgendwie das Gefühl, man muss Glück haben und dreimal Sterne erreichen, damit man irgendwas bekommt oder so? Ja, Mist. Aber ich habe absolut keine Lust, die ganze Zeit gegen diese Scheiße zu kämpfen, Mann. Verschwindet's! Ich meine, okay, kostenlose. Ja, kostenlose. 2 XP. Aber es ist trotzdem einfach eine Zeitverschwendung. Das ändert ja nichts an dem Fakt. Außerdem habe ich Angst, dass gleich hier irgendwie ein Effekt ausgelöst wird von unserer Magie-Lady, Melie. Okay, gibt es hier mal einen Trick? Ich habe keine Ahnung, ob es den Trick gibt. Münze? Stern? Münze! Hey! 1 Cent! Da sind 2 Cent drauf! Ich wurde gescammt, ey! Was soll das? Komm schon. Nein, nein. Ah, komm, ein Stern? Juckt ihn nicht. Nee. Sorry, Leute. Ich weiß nicht, ob man hier was für bekommt, aber es nervt mich gerade einfach. Ich hau ab. Man sieht sich in Toad Town. Okay, ich sehe gerade, wir haben noch einen Zaubersamen für den Garten. Ein Kochbuch. Vermutlich für unsere Köchin Oma. Ich habe gerade ihren Namen vergessen. Zeigt jemand, der klug ist. Okay, eine Geheimnotiz, keine Ahnung, für wen das ist. Wörterbuch, Rosti. Ich glaube, Rosti war ein Toad. Und ansonsten die Sachen. Mehr haben wir tatsächlich nicht. Also eins von diesen Gegenständen müsste uns so weiterbringen, dass wir die Schiene reparieren können, irgendwie. Okay, vermutlich kann man die Schiene reparieren, indem man dieses Rätsel mit diesen 4 Sternboxen am Anfang löst. Aber ich habe keine Ahnung. Und ja. Hier, ein Kochbuch für dich. Ah, ich darf's haben. Oh, wie wunderbar. Mit Hilfe dieses Kochbuchs kann ich 2 Zutaten gleichzeitig verwenden. So kann ich noch 4 raffiniertere Gerichte für dich zaubern. Bitte bring mir verschiedene Zutaten, damit ich viele neue Rezepte ausprobieren kann. Verdammt, vielleicht hätte ich erst jetzt diese beiden Kuchen backen sollen. Hätte ich mir wahrscheinlich so einen riesigen Kuchen gemacht, oder? Mist. Na gut. Kann man ja auch nicht wissen. Okay. Das hat mir jetzt nicht so viel weitergebracht. Das ist halt ein kleines nettes Upgrade, schätze ich. War hier unten der Garten? Hier? Nee, du bist hier. Nee. Aber einer von euch ist Rosti. Ich spreche nochmal mit allen. Bei irgendeinem muss er dann wahrscheinlich ein Optionsfenster aufploppen. Ich weiß noch nicht mal, ob Rosti überhaupt ein Dude war oder ein Girl. Keine Ahnung. Oder ein Kind? Weiß ich nicht. Die reden auf jeden Fall alle über Shy Guys. Vielleicht soll ich nochmal wirklich in alle Häuser vorbeischauen. Achso, hier. Der dritte Zaubersamen. Dann pflanzt den mal. Dann haben wir 3 von 4. Einer fehlt dann noch. Den hol ich dir demnächst auch noch mit. Ja, ja, ja. Okay. Rosti. War der vielleicht im Schlossgarten? War das der? Boah, wenn ich das jetzt wüsste, Mann. Stimmt, wir haben noch gar nicht hier im Schlossgarten nachgeschaut, ob da überhaupt irgendwelche Shy Guys rumirren. Ja, die Musik ist auch so ein bisschen, aber ich glaube nicht. Ich glaube, hier ist tatsächlich nichts. Nee, und der wäre auch nichts. Na gut, ich habe trotzdem mal nachgeschaut, hätte trotzdem sein können. Okay, Postamt ging nichts ab. Hier ging nichts ab. Den Tauz habe ich geredet. In seinem Haus geht vermutlich auch nichts ab, oder?
Nö. Komm, kannst du da raus. Bist du Rosti? Nein, ist er nicht. Was? Ich hab gesehen, wie ein Shaggy mit einem Buch entwischt ist. Ich bin gerade gerannt und gerannt. Konnte entkommen. Er rannte Richtung Süden, zum Haus von Omnity. Ja, okay, die geben halt ein bisschen Tipps, wie man... Oder, keine Ahnung. Auf jeden Fall sagen die einem ein bisschen, was geklaut wurde, aber das interessiert uns ja jetzt gerade in diesem Moment nicht. Oh, cool, eine Mondkarte, ja, oder? Krank. Ist einer von euch Rosti? Zufällig? Muss ich mit jedem Einzelnen reden? Ich weiß es halt nicht. Ob das irgendeinen Unterschied macht, die sagen alle das Gleiche. Das ist immer die gleiche Konversation, die auftaucht. Oh, Mann. Hier, Rosti! Rostis Wörterbuch wurde gestohlen, kannst du es glauben? Irgendjemand muss diese Kerle aufhalten, bevor sie wieder zuschlagen. Ja, aber wer ist denn Rosti? Ist das der Ladenbesitzer hier? Willkommen in Shaggys Laden. Zu schade, dass ich dir genau gar nichts verkaufen werde, Mario. Idiot, verschwinde! Oh nein, ich arme. Ja, besser ist es, besser ist es. Mario, der kleinen Krawallschachtel hast du es aber gezeigt. Hurra, vielen Dank. Ich habe noch immer hervorragende Ware zu absoluten Tiefspreisen im Angebot, also lass dich mal sehen. Ne, hab ich grad nicht nötig, aber bist du Rosti? Nee, oder? Du hast auf jeden Fall einen Taschenrechner dabei, ja? Nee, okay. Den Taschenrechner braucht man wohl, um hier Geschäfte zu machen in dieser Stadt, wie wir gelernt haben. Ach, du bist wahrscheinlich Rosti, oder? Müsste jemand schlau ist. Verflucht, Mario! Ein Shaggy hat mein Wörterbuch gestohlen! Bitte hol es mir zurück! Meine Kuh sinkt langsam ab! Oh, ich habe zwei Sachen. Noch ein Geheimnis habe ich. Du möchtest, dass ich das für dich übersetze? Mal sehen. Aha, scheint in der Sprache der Shaggy geschrieben zu sein. Das wäre einfach zu lösen. Wenn ich mein Wörterbuch noch hätte, aber die Shaggy haben es gestohlen. Ich werde die Notiz für dich aufbewahren, bis ich mein Wörterbuch wieder habe. Oh Mann, bitte bring es mir! Ach, da ist es ja! Oh, wundervoll! Vielen Dank, Mario! Oh, schau mal so. Nett. Treff gelb, grün, rot und dann blau. Hab ich verstanden. Hm, das steht hier geschrieben. Jo. Okay. Mehr muss ich gar nicht wissen. Okay. Gelb, grün, rot, blau. Merken wir uns das. Gelb, grün, rot, blau. Okay, super simpel. Hätte man auch selber drauf kommen können, theoretisch. Mal ein bisschen ausprobieren. Aber na gut. Was soll's. Und jetzt können wir zur letzten Station. Guck mal, wie schön bunt. Puhu, Konfetti. Yeah. Super toll. Wir sind so glücklich. Ab zum roten Bahnhof. Yeah. Genau, roter Bahnhof. Es ist, glaube ich, egal, ob ich nach links oder nach rechts drücke mit den Pfeilen, weil jetzt fahre ich ja mehr oder weniger in jede Richtung, die ich will. Mario zappelt zwar ein bisschen rum, aber egal. So. Ich vermute, hier wird sich der Boss befinden für dieses Kapitel. So, willkommen. Und hier ist auch wieder irgendwas. Ich habe vor ein paar Tagen beobachtet, wie einige Schallgeister eine Art glitzernde Karte in einem Käfig getragen haben. Wir sind nach rechts gegangen. Glaubst du, dass ich überprüfen sollte, was sie da treiben? Nee, ich mach das schon. Oh. Oh. Wir können uns hier aufhalten und speichern. Das wirkt wie ein Bosskampf. Wenn das der Fall sein sollte, spare ich mir den lieber auf für nächste Folge. Weiß nicht, kann man noch nach links? Ja, man kann auch nach links. Okay, die meinten nach rechts. Der meinte nach rechts. Dann ist hier links vermutlich noch irgendein Bonus? Und vielleicht muss man erstmal nach links? Hi, Kollege. Was geht ab? Gut. Hey, das können wir auch anders lösen. Die Schneepuppe wird das lösen. Macht doppelten Schaden auf Feuergegner. Yay. Was, wir leben noch? Der da hinten. Ich mag ihn nicht! Ich mag ihn nicht! Ja, die beiden anderen, die... mag ich eigentlich auch nicht. Warum machen die so viel Schaden? Und ich kann die nicht abblocken. Verdammt! Okay. Ach, einen Gegner. Trifft beide Gegner. Machen wir beide Gegner.
Wir haben rechts noch einen Heilblock, den können wir immer benutzen. Machen wir einfach so. Passt schon. So, Freunde, ich hoffe, ihr seid gehypt. Nächste Folge scheint schon Finale von diesem Kapitel zu sein. Ich hab Bock. Ich bin bereit. Jederzeit. Ich bin bereit. Ja, ganz enorm. Wie komme ich da hoch? Wahrscheinlich so. Ja. Na komm, was für Schätze sind hier drüben noch? Ich mag diese Feuerblume an der Wand. Hä? Was zum... Hilfe. Spiel bitte entspann dich ein bisschen. Danke. Ist da oben ein Block? Das ist ein Schatten. Tatsache. Hier ist ein Block. Komm. Ein Item. Münzen. 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 Ich brauche sie. Ich brauche die Münzen. Okay, ich hab sie. Sehr gut. Und... Oh Gott. Oh Gott. Nein! Was zum... Ach, Mann. Ach, Mann.